Ja, hallo liebe Elbgefahren-Nutzer. Wir haben euch vor einigen Wochen bzw. einigen Tagen ein paar Textprogramme für das iPad vorgestellt. Heute sind wir auf eine neue App aufmerksam geworden, die ähnliche Funktionen hat. Und zwar heißt die EA Writer und kostet 3,99 € und ist nur fürs iPad verfügbar und wurde noch vor kurzem aktualisiert und hat jetzt auch neue Keyboards bekommen, beziehungsweise Schnellfunktionen für die Tastatur. Und wir schauen uns die App einfach mal an. Hier haben wir einfach mal den Startbildschirm geöffnet und haben hier ein Startdokument. Und wir haben hier oben links haben wir die Möglichkeit, uns die Dokumente anzeigen zu lassen, die wir schon in unserer App beziehungsweise hier rein transferiert haben oder die auch standardmäßig bei der App dabei sind. Hier ist zum Beispiel irgendein Text über Alice in Wonderland. Da sieht man hier, kann man auch gut lesen, weil die Schrift ist eigentlich ganz gut. Man kann sie leider nicht einstellen, das ist Voreinstellung und da kann man nichts dran ändern. Es gibt hier so einen Lesemodus, beziehungsweise auch Schreibmodus. Dann sieht man immer die letzten drei Zeilen, die man getippt hat, also eher ein Schreibmodus, weil Scrollen ist hier nicht. Aber wir gehen da nochmal kurz raus und gehen nochmal einfach mal hier in ein neues Dokument rein und sehen schon, dass die Tastatur etwas verändert ist. Man sollte normalerweise die Standardtastatur von hier unten kennen. Das ist der untere Abschnitt hier. Und wir haben jetzt hier noch ein paar Wörter und Tasten dabei. Entschuldigung, die wir euch noch kurz erklären wollen. Und zwar kann man hier einfach ganz normal in Text tippen. Also es ist wirklich nur reines Textprogramm. Ist jetzt auch egal, was wir hier schreiben. Nur um euch einmal kurz zu zeigen, wofür die Tasten hier sind. Man hat hier diese Schnelltasten, ohne umschalten zu müssen. Einmal hier die Einführungszeichen oder auch die einzelnen Anführungszeichen. Man kann einen Bindestrich machen und was ziemlich praktisch ist, ein SZ und die Umlaute kann man schnell schreiben, indem man einfach hier zum Beispiel das O und dann genau umgekehrt die Punkte oben drauf macht und dann ein O schreibt, dann haben wir ein Ö. Das gleiche geht mit einem A und auch natürlich mit einem großen A. Na, andersrum, so. Ob das jetzt schneller ist als hier hoch zu wischen, na, bezweifeln wir mal. Allerdings haben wir hier auch noch die Möglichkeit, zwischen den Wörtern hin und her zu springen, was bei langen Texten eigentlich ziemlich sinnvoll ist, damit man mal schnell zu einem Wort springt und das dort ändern kann. Aber auch hier die Möglichkeit, in den Wörtern die einzelnen Buchstaben zu markieren und anzuspringen. Und eine Möglichkeit noch zum Beispiel hier eine Klammer aufzumachen, irgendwas zu tippen, bla bla bla. Und die Klammer wird dann, ups, auch automatisch wieder geschlossen. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht, aber hier oben rechts gibt es werden die Wörter gezählt und die Buchstaben. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, sein Zeug hier per E-Mail zu senden oder den ganzen Text zu kopieren oder aber auch auf Dropbox hochzuladen, indem man sich hier einloggt. Hier nochmal schnell zum Reading-Modus bzw. Schreibmodus, habe ich mich schon wieder vertan hier. Wir gehen einfach mal in ein neues Dokument rein und sagen jetzt hier mal so. Und wenn wir jetzt hier schreiben, bekommen wir immer die letzten drei Zeilen angezeigt und der Rest verschwindet. Ja, das kann man sich dann halt auf das konzentrieren, was man gerade schreibt. Das ist ziemlich nett. An sich ist die App ganz gut. Man bekommt für 3,99 € eine ganz normale Text-App ohne viel Schnickschnack, nur zum Schreiben. Und ja, wer sowas sucht, hat vielleicht jetzt eine App gefunden und vielleicht haben wir euch ja etwas geholfen, eure Kaufentscheidung zu beeinflussen.